So Leute, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir müssen hier uns noch das Ziel angucken. Und wir sind gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Heute habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Während das Mädchen aus dem Fenster schaute, fuhr die Mutter fort. Der Regen wird von Witterungsmalerin Regen gemalt. Wer hätte das gedacht? Sie ist ein bisschen scheu, aber sehr gewissenhaft. Es regnet, damit die Bäume und Blumen auf der ganzen Welt Nahrung bekommen. Den Schnee malt Witterungsmalerin Schnee. Danke, Captain Obvious. Sie ist ein sehr kluges, fröhliches, fleißiges Mädchen. Der Schnee, den dieses Kind macht, dient im Winter als weiße Decke für Dörfer und Berge. Die Wolken zeichnet Witterungsmaler Wolke. Ein gut aussehender junger Mann. Manchmal ist er in seiner eigenen Welt, aber mit einem magischen Stift kann er jede nur vorstellbare Wolke zeichnen. Du hast sicher schon Wolken gesehen, die genau wie andere Dinge aussehen, stimmt's? Witterungsmaler Sonne ist für den Sonnenschein zuständig. Er ist ein alter Mann mit Rauschebart und wacht freundlich über die anderen. An Waschtagen ist es sehr hilfreich, wenn er beschließt, Sonnenschein zu zeichnen. Blitze skizziert Witterungsmaler Donner, ein Junge, der ein Schlingel sein kann. Er skizziert Blitze, um alle zu überraschen, und manchmal erschreckt seine übereifrige Kunst sogar ihn selbst. Den Himmelsvorhang des Polarlichts zieht Witterungsmalerin Polarlicht zu. Die Polarlichter, die sie malt, sind so schön, dass ich hoffe, wir können sie einmal zusammen sehen. Witterungsmalerin Regenbogen malt Regenbögen. Sie ist die Anführerin. Mit 7 Farben baut sie am Himmel eine Regenbogenbrücke. Die Regenbögen sind nicht nur schön, sondern an ihrem Ende liegen Schätze. So heißt es jedenfalls. Nachdem es die Geschichte gehört hatte, seufzte das kleine Mädchen zufrieden, als hätte sie endlich wieder ans Atmen gedacht. Es gab viele Feen am Himmel. Du weißt so viel, Mami. Aber hast du schon mal eine getroffen? Die Mutter lächelte sanft, strich ihrer Tochter über den Kopf und antwortete: Ja, als ich ungefähr so alt war wie du, wenn du ein braves Mädchen bist, triffst du sicher eines Tages selbst eine Fee. Vielleicht sind unter den Menschen, denen du begegnest, einige, die eine Fee getroffen haben. Das finde ich eine schöne Geschichte. Doch, das hat mir gefallen. Es ist ein kleines Kapitel und ich habe mal reingeguckt. Ich glaube, wir haben tatsächlich ab jetzt hauptsächlich kleine Kapitel. Zumindest weiß ich, dass die letzten beiden, glaube ich, relativ klein sind. Oder du warst auch klein. Na, egal. Kommen wir noch zu. Führung des Herolds. Wir gehen in die nächste Geschichte. Ja, die ist auch nicht besonders groß. Das sind nicht mehr diese Monster von Geschichten, die letzten paar Mal hatten. Also wir kommen jetzt schneller durch, hoffentlich. Also die Herrschaft des Herolds. Die Herrschaft der Götter war beendet. Und schon lange beherrschten die Menschen die Erde. Obwohl viele Götter geflohen waren, glaubten viele Menschen weiterhin, dass die Götter über die Welt wachten, auch wenn sich ihre Antlitze veränderten. In einem entlegenen Reich auf einem fernen Kontinent waren die Götter von deren Bewohnern lange angebetet worden. Ah. Es war ein Gott, der die Flügel ausbreitete und am ganzen Körper blendendes Licht ausstrahlte, der Herold. Kurzer Einschub von mir, sind Herolds nicht Boten der Götter, wenn ich mich recht entsinne? Wartet mal. Ich meine, das wäre so. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich möchte das gerade mal googeln. Ah, Ausrufer oder Boten eines Fürsten sind das. Wappenkundige Hofbeamte. Dann ist das eigentlich kein Gott, sondern... ist egal. Einige von denen, die dort lebten, haben den Herold gesehen oder sogar seine Stimme gehört. Obwohl sie ihn unterschiedlich beschrieben, bestanden sie darauf, den Herold gesehen zu haben. Die Atmosphäre, die ihn umgab, und sein Nachleuchten waren genau wie bei einem Engel.
den sie sich vorgestellt hatten, erzählten sie. Und diejenigen, die seine Stimme gehört hatten, sagte, er habe eigentlich keinen Laut von sich gegeben. Die Bedeutung der Worte war nicht durch die Ohren, sondern direkt in ihren Geist gekommen, erzählten sie. Und wenn sie gefragt wurden, ob sie den Herold gesehen oder gehört hatten, waren die Antworten geradezu unheimlich gleichartig. Er erschien immer in Momenten der Beichte. Alle behaupteten, kurz danach in Ohnmacht gefallen, aber mit einem tröstenden Gefühl der Vergebung. Als, das ihren Körper ausfüllte, aufgewacht zu sein. Einigen fällt es schwer, die Geschichte dieser Menschen zu glauben. Trotzdem wird der Herold von vielen Menschen angebetet. Okay, das ist die Geschichte des Herolds. Und jetzt lernen wir, was ein Herold-Deck einzigartig macht. Man kennt es, man kennt es. Und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich muss dringend mir was Neues zu trinken machen. Was macht ein Herold-Deck einzigartig? Es gibt viele Herold-Monster, die es dir erlauben, den Effekt eines Gegners zu annullieren, indem du ein Monster vom Typ Fee von deiner Hand auf den Friedhof legst. Obwohl dies eine mächtige Maßnahme ist, solltest du sie in Maßen einsetzen, da deine Hand sonst schnell verbraucht wird. Am besten nutzt du sie nur, um Effekte zu annullieren, die dich in schwierige Lagen bringen. Konzentriere deine Strategie auf Herold der Endgültigkeit und Herold der Vollkommenheit. Karten, die viele verschiedene Arten von Effekten annullieren können. Beschwöre Herold der Endgültigkeit als Ritualbeschwörung. Marma. Da ist er, mein Herold. Herold der Endgültigkeit kann Spezialbeschwörungen unterbinden und die Effekte verschiedener Karten annullieren. Beende deinen Spielzug. Annulliere die Zauberkarte, die dein Gegner aktiviert hat. Muss ich jetzt ein Geständnis machen, das euch sicher schon klar war, ich hab's nicht mit Ritualmonstern. Greife die Life-Points deines Gegners direkt an. Dementsprechend wird das, glaube ich, für mich mega anstrengend. Ich befürchte das Schlimmste. Okay, das Tor kann ich aufsperren. Das ist auch nicht so, nicht wie im letzten Kapitel, wo man ja wirklich alles gebraucht hat. Wenn der Effekt des Beschützer am Himmel angewendet wird, erleiden die Spieler, die ein Feenmonster... Was? Da fehlt mal wieder ein Wort. Erleiden die Spieler, die ein Feenmonster kontrollieren, keinen Schaden in der Schlacht von diesem Monster. Nehme ich mal an. Du kannst entweder den Beschützer am Himmel zerstören oder direkt zum Angriff übergehen. Abgesehen von Herold-Monstern kann dein Gegner Gegenfallkarten verwenden. Schätze also ab, wie oft deine Gegner Effekte wirkungslos machen können. Durch die Karten auf ihrer Hand und auf dem Spielfeld. Oh, sowas hasse ich abgrundtief. Ich persönlich mache das ja auch gerne. Ich annulliere unheimlich gerne die Effekte meines Gegners, aber ich hasse es, wenn Gegner das bei mir machen. So, dann aktivieren wir mal Ritualheiligtum. Er annulliert, also er ist annulliert und zerstört Ritualheiligtum, dann aktiviere ich halt noch eins. So. Aktivieren wir mal Wahrsagerin des Herolds. Damit schicke ich eine Karte auf meinen Friedhof. Nehme ich mal den orangen Herold. Ah, sie macht sich dann auf die jeweilige Stufe. Ich verstehe.
Noch ein leitendes Licht. Den Effekt kann ich jetzt nicht aktivieren. Ich hätte vielleicht ein Link-Monster rufen sollen. Wäre ganz eventuell das Klügste gewesen, was ich hätte tun können. Muss ich aber meinen Zauber abwerfen. Will ich ja eigentlich nicht. Wir machen es anders. Wir aktivieren leitendes Licht. Holen uns unseren Herold zurück. Ich kann... meinen Herold das Bogenlicht rufen. Machen wir das doch mal. So, jetzt will ich den Effekt hier aktivieren, weil ich damit an mehr Karten rankomme. Dann aktiviere ich hier die Wahrsagerin. Schicke hier mal wen auf den Friedhof. Ich krieg eine... Krieg gar nichts. Okay, dann habe ich so bloß weggelegt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nee, mein Herold. Nimm eine Karte von deinem Deck auf die Hand. Ich möchte bitte meinen Ritualzauber haben. Habe ich meinen Manju der 10.000 Hände. Und jetzt wird es Zeit für einen Ritualzauber. Was kannst du? Ja, warum nicht? Problem ist, ich brauche eigentlich jetzt gerade Angriffskraft. So, schwarz glänzender Soldat des Chaos. Nein, ich möchte den Effekt jetzt nicht aktivieren. Ich will, dass er verbrannt. Ich weiß, mit dem Doppelangriff wäre ich wahrscheinlich besser gefahren, aber jetzt hat er eine Karte weniger. Ich hätte ihn, glaube ich, sogar besiegen können, wenn ich einfach mit dem... Nee, hätte ich nicht. So fangen wir hier gar nicht erst an. Ich habe noch mehr davon.
Ey, lass dich jetzt hier nicht ritualieren. Das ist deine dritte, noch eine hast du nicht. Wahrscheinlich packt er dann Raigeki aus. Jetzt wäre es aber gut, wenn ich eine Fee hätte. Habe ich aber nicht. Egal, gewonnen haben wir trotzdem. Okay, das lief doch tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ups, das habe ich rausgedrückt. Aber ist egal, der Part ist eh vorbei. Würde mich freuen, wenn... Obwohl, kann ich das Tor schon aufsperren oder fehlt mir da noch ein Kampf für? Ne, ich kann das Tor schon aufsperren. Dann mache ich zumindest das Tor noch auf heute. So Leute, jetzt würde es mich aber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Ich muss mir was zu trinken machen. Wir sehen uns dann alle am Montag wieder. Würde mich auch freuen, wenn ihr morgen mal ins Infovideo reinguckt zur Ankündigung für nächste Woche. Weil nächste Woche Samstag ist mein Geburtstag tatsächlich. Und da werde ich ein bisschen spielen. Ich werde verschiedenes spielen. Unter anderem werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Pokémon-Karten, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Vielleicht mit euch spielen, je nachdem, worauf die Zuschauer so Bock haben. Ich werde ein paar Partyspiele spielen. Ich werde vielleicht ein bisschen was alleine spielen. Müssen wir mal schauen. Ich habe noch keinen Tagesplan gemacht. Aber ich will auf jeden Fall irgendwas, woran wir alle Spaß haben. Und dementsprechend mal einen großen, schönen Geburtstagsstream. Wird wahrscheinlich um 10 Uhr morgens anfangen und dann, oder um 11 vielleicht, 10.30 Uhr, weiß ich noch nicht. Und dann hauen wir durch bis 0 Uhr. Freue ich mich drauf. Gut, Leute. Würde mich jetzt freuen, wenn ihr jetzt nette Kommentare lasst, einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann entweder am 9. Juli zu meinem Geburtstagsstream oder eben dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dann, euer Wolf.